willkommen bei unserer neuen Dating-Show Blind Choice. Das Prinzip der Sendung ähnelt einem Blind Date, nur dass sie drei Männer zur Auswahl haben, die sich hinter dieser Trennwand befinden. Sie dürfen ihnen fünf Fragen stellen und müssen sich dann für einen dieser Kandidaten entscheiden. Diese auserwählten Personen werden sie dann mit unserem Blind Chat an eins von drei Traumzielen gebracht, wo sie eine romantische Woche miteinander verbringen dürfen. Kann es sein, dass sie aus Russland sind? Ja, warum? Weil sie in Deutschland eine Show moderieren, gibt es in Russland keine Shows. Kommen wir zurück zum Thema. Erzählen Sie kurz etwas über Ihre Person. Mein Name ist Eva Maria Braun, komme aus Chemnitz, bin ehrenamtlich in einer Organisation namens White Power tätig. Ich suche einen starken, athletischen jungen Mann, mit der mir für mich sorgen und mich auch beschützen kann. Ach so, bevor ich es vergesse, das Besondere an unserer Show ist, dass sowohl die Kandidatin als auch unsere Zuschauer bis zuletzt gespannt sein dürfen, wie der potenzielle Traummann denn jetzt aussieht. Lange Rede, kurzer Sinn. Legen wir nun mit unserer ersten Fragerunde los. Kandidat 1, verbringst du gerne Zeit mit deiner Familie? Da ich beruflich in letzter Zeit sehr eingebunden bin, sehe ich meine Familie nur sehr selten. Und du, Kandidat Nummer 2? Meine Familie ist meine Stammkneipe. Und zu dir, Kandidat Nummer 3? Ich bin ein absoluter Familienmensch und ich hoffe, dass meine Auserwählte meine Ansichten teilt und wir gemütliche Abende im Kreis der Familie verbringen können. Kandidat 2, wie würdest du reagieren, wenn ich von einer Gruppe von Halbstarken angemacht werde? Wie viele sind's denn? Und du, Kandidat Nummer 1? Ich würde sagen, dass sich Frauen in der heutigen Zeit selbst helfen sollten. Und deine Antwort, Kandidat Nummer 3? Ich würde auf jeden Fall dazwischen gehen, um meine Angebetete aus dem Schussfeld zu holen. Das war doch schon unsere zweite Fragerunde. Bleiben also noch 3. Kandidat Nummer 3, hast du dich für Zivil- oder Wehrdienst entschieden? Ich bin meiner Verpflichtung als Soldat nachgekommen. Darüber hinaus habe ich darüber nachgedacht, mich für eine gewisse Zeit als Sportsoldat zu verpflichten. Nun zu dir, Kandidat Nummer 1. Weder noch. Ich habe als Ersatz mit Schläuchen auf Brände gespritzt. Okay, okay. Und du, Kandidat Nummer 2? Da ich etwas zu klein und zu dick geraten bin, wurde ich ausgemustert. Aber zu Unrecht, wie ich finde. Das muss man erst mal sacken lassen. Wie ist Ihre vierte Frage? Kandidat 2, welches Urlaubsziel würdest du wählen, um mein Herz zu gewinnen? Urlaub mache ich mit meinen Jungs. Und ob die dich mitnehmen? Und du, Kandidat Nummer 1? Da ich beruflich schon sehr weit rumgekommen bin, würde ich dir die große, weite Welt zeigen. Zu guter Letzt du, Kandidat Nummer 3. Ich muss zugeben, Deutschland hat mein Herz erobert und es gibt hier so viele schöne Ecken, sodass wir auch gerne mal hier Ferien machen können. Also, ich weiß, Frage Nummer 5. Dies ist gleichzeitig auch Ihre letzte Frage. Okay, was hältst du von der zunehmenden Überschwemmung von Immigranten, Kandidat Nummer 1? Ehrlich gesagt, ist es mir egal. Und du, Kandidat Nummer 3? Ich finde, dass nur Menschen mit einem triftigen Grund Zuflucht in einem Land finden sollten. Gut, und du, Kandidat Nummer 2? Immi was? Ich bin evangelisch und konfirmiert. Und nun eine kurze Zusammenfassung von unserer Anni, bevor Sie sich endgültig entscheiden. So, liebe Eva Maria, wollen Sie Kandidat Nummer 1, der lieber mit Schläuchen spritzt, als sich über Politik Gedanken zu machen, weil er so emanzipiert seiner Berufung nachkommt, oder wollen Sie lieber einen ängstlichen, korpulenten Stammkneipenbesucher, der Politik mit Religion verwechselt, oder wie wäre es mit Kandidat Nummer 3, dem familiären Sportsoldat, der auch gerne mal den Helden im Heimaturlaub spielt? Treffen Sie Ihre Wahl, Frau Braun. Natürlich nehme ich Kandidat Nummer 3. Und hier ist Kandidat Nummer 1, den Sie nicht gewählt haben. Hallo Eva. Und hier ist Kandidat Nummer 2, den Sie ebenfalls alleine nach Hause fahren lassen. Verdammt nochmal! Und hier ist Ihr Blind Choice.